war da mal dieses unglaubliche Mädchen. Sie hieß Rosa, Rosa Parks. Zwischen 1920 und 1930 hat Rosa gemerkt, dass farbige Menschen anders behandelt werden als Weiße. Es scheint so, als seien farbige Menschen weniger wert als Weiße. Farbige Kinder durften nicht mit dem Schulbus fahren. Es gab in den Wartezimmern bei den Ärzten getrennte Bereiche für Farbige. Farbige durften nicht die gleichen Türen benutzen und nicht den gleichen Aufzug. Und auch die Toiletten der Weißen durften Farbige nicht benutzen. Rosa bemerkte, da läuft etwas gewaltig schief. Also beschloss sie, etwas zu unternehmen, gegen dieses System, diese Ungerechtigkeit vorzugehen. Dann war da dieser 1. Dezember 1955, der Tag, der alles veränderte. Mittlerweile durften Farbige auch im Bus mitfahren, allerdings nur ganz hinten. Es gab also gesonderte Plätze für Farbige. Rosa stieg an diesem Tag in eine Haltestelle in einen Bus ein und sie setzte sich vorne auf einen Platz, auf dem nur die Weißen sitzen dürfen. In dem Moment ist ein weißer aufgestandener Bus, kam auf Rosa zu und sagte: "Steh auf!" Spürt mal rein in den Moment. Und was glaubt ihr, hat Rosa gesagt? Nein. Rosa ist an diesem 1. Dezember 1955 nicht aufgestanden und sie wurde verhaftet. Und dann geschah etwas nur ein paar Tage später. An diesem Tag sagten alle Farbigen in dem Land Nein und boykottierten den öffentlichen Verkehr. Das Fernsehen und die Zeitungen bekamen davon Wind und es sprach sich überall im Land herum, dass eine Bewegung durchs Land zieht. Rosa, diese mutige junge Frau, kämpfte dann fortan mit Martin Luther King gemeinsam für die Gleichberechtigung zwischen Farbigen und den Weißen. Was ich euch damit sagen möchte? Ganz einfach. Es ist an der Zeit, sich für bessere Bildungs- und Rahmenbedingungen einzusetzen. In jedem von uns steckt eine Rosa. Ungerechte Systeme können mit einem klaren Nein verändert werden. Dieses klare Nein steht für ein Ja. Ein Ja für Gerechtigkeit. Wir alle sind Weltveränderer. Ihr seid nicht allein. Kämpft mit mir für bessere Bildungs- und Rahmenbedingungen in Deutschland.